Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast. Mit Constanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir sind dann mal wieder da. Na, sprich nur für dich selbst, ne? Wie, du willst weiter Pause machen? Pause machen ist immer cool, aber wir haben ja jetzt keine Pause gemacht. Wir haben ja schon hinter den Kulissen ganz schön gewuckert, muss man sagen. Ich würde jetzt auch gerne sagen, sprich nur für dich selbst. Dankeschön. Nein, aber im Ernst, wir haben das doch ganz gut hingekriegt. Und was? Das verraten wir jetzt. Was? Na das. Ja? Also dumm nur, dass man das nicht sieht. Also ich habe eine neue Frisur, sieht aus wie die alte. Und ich habe eine neue Haarfarbe und ein neues Tattoo, das will aber jetzt auch keiner wissen. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Mit unserer ersten Folge des neuen DATEV-Podcasts. Steuern mit Recht. So, ich würde sagen, das reicht für heute. So viel Neues auf einmal packe ich nicht. Ja, nein, vielleicht. Also ich hätte ja schon noch was. War ja klar. Immer das letzte Wort haben wollen. Nee, nicht das letzte, nur das neue. Also, aus hörbar Steuern ist Steuern mit Recht geworden. Damit ist eigentlich schon im Namen klar, worum es demnächst geht. Und Steuern mit Recht gibt's jetzt jede Woche. Einmal als normale Folge, was immer auch normal heißt, mit ganz viel Zeug. Und einmal als Interviewfolge mit ganz viel Details. Wie ihr das wolltet. Und wir haben auch noch zwei Rubriken im Gepäck. Einmal Neues aus Paragrafenland, damit ihr mehr auf dem Laufenden bleibt. Und die Kanzleihäppchen. Die sind möglicherweise herzhaft, auf jeden Fall leicht verdaulich. Und die haben wir deswegen vorbereitet, damit ihr hört, was die anderen so machen und vor allen Dingen, wie sie es machen. Und das wolltet ihr ja auch. Und wir sind natürlich auch noch da, ob mit oder ohne neue Frisur oder Haarfarbe oder Tattoo oder was auch immer. Wir haben auf jeden Fall noch ein Sahnehäubchen oben drauf gesetzt. Zwischendrin kommen wir immer mal wieder mit extra Formaten raus. So außer der Reihe von unterwegs und anderswo. So, jetzt aber. Reicht. Jetzt habe ich vielleicht noch was. Neues aus Paragrafenland. An dieser Stelle haben wir für euch heute und auch künftig News in puncto Gesetze, Urteile und anderen Kram und auch Updates, was Folgen angeht, die wir schon veröffentlicht haben. Und da hätten wir auch schon was zum Thema Arbeitszeiterfassung. Der Betriebsrat kann eine Regelung über das Wiederarbeitszeiterfassung erzwingen. Das hat das Landesarbeitsgericht München nach dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts aus dem vergangenen Jahr nun entschieden. Das Landesarbeitsgericht wies damit die Beschwerde eines Arbeitgebers zurück. Gerade die Entscheidung über die beste Art der Zeiterfassung sei Gegenstand der Mitbestimmung des Betriebsrats, so das Gericht. Der Gesetzentwurf zur Arbeitszeiterfassung befindet sich derzeit in der regierungsinternen Abstimmung. Dies teilte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums auf Anfrage unserer Redaktion mit. So, das war's jetzt aber wirklich. Das war Steuern mit Recht, der neue DATEV-Podcast. Wie damals und heute auch noch, gerne abonnieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts, wenn's in echt weitergeht. Also, so richtig. Und das tut's am 31. Oktober, auf jeden Fall im Kalender vormerken. Ich bin Constanze Elter. Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt optimistisch. Und hört auf jeden Fall wieder rein.